Servus. Ihr seht mich oben auf der Dachterrasse sitzen und es ist ein ungewohntes Bild. Ich saß nämlich in den letzten 2, 3 Jahren kaum hier drauf und habe deswegen beschlossen, schweren Herzens, war echt ein cooles Projekt, aber die Dachterrasse muss runter vom Auto. Das hat nicht nur den Grund, dass es zusätzliches Gewicht ist, was wir umherfahren und dadurch ja Ressourcen verschwenden. Es hat auch den Grund, dass wir aufs Dach ein Dachzelt bekommen wollen und dafür ist es nötig, Platz zu schaffen. Ich hatte ja mal inseriert, es hat kein Interesse an so einer Dachterrasse. Man denkt immer, es wäre eine coole Sache, aber ich glaube, so geil ist es dann doch nicht. Und ja, zumindest für uns war es wirklich ein cooles Projekt. Auch mit der Lehne und so, alles ganz cool, aber wir haben es einfach nicht genutzt. Das heißt, heute Teil 1 des neuen Dachzeltes. Alles hiervon, von der Dachterrasse muss runter. Los geht's. So, die Lehne ist schon ab. Und ich sehe hier, ich hatte wohl eine Schraube hier verwendet, die nicht Edelstahl war. Sieht man schon direkt, wie sich hier Rost angesetzt hat. Interessant. Ansonsten sieht das Dach erstmal okay aus hier drunter. Dreckig halt. Mein Plan ist dann, die Solarpaneele nach hier hinten zu schieben, sodass dann vorne das Dachzelt sein kann. Es wird allerdings ein bisschen hier über das Fenster ragen. Da habe ich jetzt gerade schon hier diese Dichtung eingesetzt. Wenn man diese Dachluke kauft, ist die ja immer mit Zwangsbelüftung. Das hört sich so an, als wäre irgendwas on top. Dabei heißt es eigentlich nur, dass eine Belüftung vorhanden ist, weil eben dieser Dichtring nicht dabei ist. Und wenn man den Dichtring nachkauft und hier einsetzt, ist es dann auf einmal ohne Zwangsbelüftung. Und da ich das Fenster später nicht mehr öffnen kann, sobald das Dachzelt hier ist, wollte ich lieber jetzt diese Dichtung hier reinmachen. Wie schnell das geht, dieser Aufbau hat so lange gedauert. Ich kann das Video ja oben nochmal verlinken. Vielleicht hat einer von euch ja doch Bock auf so eine Dachterrasse. Mein Gedanke zu den Zurschienen hier war ja, dass man irgendwas auf dem Dach befestigen kann. Ja, haben wir nicht einmal gemacht. Ist immer viele Ideen, aber ob dann wirklich was bringt und was man nutzt, ist immer ein anderes Thema. Aber das Dachzelt, das ich bestellt habe, hat extra nochmal so einen Dachträger oben drauf. Das heißt, auch da könnte man anhand der Querträger wieder irgendwas transportieren, wenn man es denn braucht. Einfach mal kurz abbauen wäre auch so schön gewesen. Die Schrauben, die ich gerade gelöst habe hier von den Zurschienen, sind natürlich angerostet. Das waren keine Edelstahlschrauben. Und ich kriege die gar nicht raus. Die sind hier unten irgendwie so richtig schön eingetrocknet, keine Ahnung. Also es bewegt sich kein Milli. Es bewegt sich kein Millimeter, wenn ich hier auch nur irgendwie versuche dran zu wackeln. Da würde ich sagen, Feierabend für heute. Ich habe keinen Bock mehr. Das wird eine gute Tortur, das da rauszubekommen. Scheiße. Qualität habe ich da gebaut vor 2 Jahren. Das jetzt hier oben richtig sauber und eben auch mit Rostschutz, mit Flugrostentferner und zudem noch ein bisschen polieren. Kleines Geheimnis, was ich euch jetzt verrate: Die Dachluke haben wir ja ganz am Anfang eingebaut und wir haben sie verklebt. Richtig dumm. Ich hatte damals nicht drauf geachtet, hatte einfach Sikaflex Klebstoff genommen oder Dekasil oder keine Ahnung was. Jetzt ist sie also für immer da drin. Macht den Fehler nicht, ihr wisst ja, ne? Eigentlich nur Klebedichtstoff nutzen und nicht festkleben. So, einmal ordentlich trocken machen. So, und jetzt noch polieren. Kommt wahrscheinlich nicht rüber auf dem Video, aber sieht schon sehr gut aus, glänzt schön. So, als nächstes möchte ich dann nun die Solarpaneele nach hinten verschieben. Und ich
mal gespannt, wie gut ich die Schrauben aufbekomme, da ich die mit Loctite gesichert hatte. Boah. Okay, die sitzen fest. Wer sich noch daran erinnert, wie wir die Solarpanels hier aufgebaut haben, weiß vielleicht, dass das damals nicht war. Denn uns ist nämlich aufgefallen, dass das so klappert immer bei der Fahrt. Und irgendwann haben wir rausgefunden, das sind die Solarpanels, die immer hier so aufs Dach scheppern. Deswegen habe ich hier so eine Halterung irgendwann einfach mal hinzugefügt und seitdem klappert da nichts mehr. Ui, die Wespe lebt noch, oder? Strange. Perfekt. Sehr gut. So, die Sonne scheint. Bestes Wetter, um jetzt den Rest des Autos, des Autodachs zu reinigen. Ich mache das mal alles ordentlich sauber. Werde es dann wieder ein bisschen mit dem Flugrostentferner behandeln. Werde auch hier ein bisschen polieren. Und dann zeige ich euch gleich mal, was ich hier mit dem Dachfenster vorhabe. Kann ich schon richtig gut sehen, wo ich gestern poliert habe und wo nicht. Ich hoffe, das kommt jetzt rüber. Hier ist genau der Cut. Hier hinten perlt es richtig gut ab. Hier sind Perlen und hier ist eine geschlossene Wasserdecke. Das sieht man richtig gut. Also weitermachen mit dem Polieren, es bringt was. So, sieht schon wieder ganz anders aus hier oben, ne? Jetzt nehme ich wieder die Politur. Und poliere einmal das ganze Dach ab. Boah, das ist voll anstrengend. Das Dach ist vorbereitet, es glänzt, es ist schon richtig glatt, genau wie vorne auch, funktioniert also die Politur. Ihr seht schon, was hier mein Gedanke ist, wie es weitergehen soll. Ich sage noch nicht so viel dazu, denn ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Nächste Woche soll das Dachzelt kommen, dann weiß ich mehr. Wenn ihr wissen wollt, ob das alles funktioniert, abonniert doch gerne den Kanal. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gebt einen Daumen hoch, dann weiß ich, dass ihr euch auch darauf freut, so wie ich. Und dann sehen wir uns hoffentlich in ein, zwei Wochen. Bis dahin, ciao, ciao.